Übung 11, Angriff Anfänger 5. Zwei Helfer halten den in einer Strumpfhose eingeknoteten Ball über der Netzkante. Der Spieler läuft an, springt hoch und schlägt den Ball am höchstmöglichen Punkt hart über das Netz gegen den Boden. Danach landet er stabil auf beiden Füßen, ohne das Netz oder das gegnerische Spielfeld zu berühren. Weil in dieser Übung das Timing keine Rolle spielt, kann sich der Spieler auf einen korrekten Bewegungsablauf beim Anlauf und bei der Schlagbewegung konzentrieren. In einer vereinfachten Form kann die Übung auch ohne Sprung